Eigentlich wollte ich als erstes Video nach geraumer Zeit was ganz anderes machen, aber ich bin auf einen Artikel gestoßen. Ein Artikel, der sich wie Satire liest. Ich dachte, es wäre ein Scherzartikel, so wie man ihn beim Postillon lesen kann. Ich bin mir auch in diesem Moment immer noch nicht ganz sicher, ob das nicht einfach nur eine Art Aprilscherz sein soll. Wie die meisten von euch wissen, habe ich eine Akita Inu-Hündin namens Mika. Eine Hündin, die mehr Alpha ist als das Label, und seit einiger Zeit wohnt auch eine Katze bei mir, Tapsi. Ebenfalls mehr Alpha als das Label, also ich habe ein Herz für Tiere. Mann, Mika, du hast dich voll verändert, alle sagen das. Nun musste ich folgenden Artikel von Katharina Schwirkus lesen. Lasst uns die Köter abschaffen. Zuerst dachte ich, okay, ein Artikel gegen Rapper, die exzessiv Autotune benutzen, also Köter. Aber was sich dann offenbarte, ist mit Abstand der tierfeindlichste geistige Dünnschiss seit langem. Zitat: Katharina Schwirkus meint, Vierbeiner verschmutzen nicht nur Parks und Gehwege, sondern sind auch eine unnötige Belastung für das Klima. Sie sollten endlich aus unseren Städten und aus unserem Leben verschwinden. Zitat Ende. Katharina Schwirkus, die diesen Artikel verfasst hat, redet also von Katharina Schwirkus in der dritten Person. Katharina Schwirkus scheint Katharina Schwirkus ja für besonders wichtig zu halten. Julian is not amused. Julian ist gerade aufgefallen, dass der Artikel von einer Frau verfasst wurde und es geht nicht um Kochrezepte oder Putztipps. Julian versteht nicht, warum dieser Artikel überhaupt existiert und warum Katharina Schwirkus ihm kein Sandwich macht. Es ist die Rede von unnötiger Belastung für das Klima, aber wie hoch ist die ökologische Belastung wirklich? Zitat: Die Ökobilanz eines Hundes entspricht einer jährlichen Autofahrleistung von 3700 Kilometern, die einer Katze 1400 jährlichen Fahrkilometern. Zitat Ende. Das ist alles schön plakativ und vereinfacht, aber wo kommen diese Zahlen her? Das ist aus dem Artikel nicht ersichtlich. Was ich aber in aufwendiger und zermürbender zweiminütiger Recherche gefunden habe, ist eine Ökobilanz von Haus- und Heimtieren aus der Schweiz. Quelle in der Beschreibung. Zitat: Mit Blick auf die gesamte Schweiz ist die Haustierhaltung von untergeordneter Bedeutung. Sie macht nur etwa 1,2% der gesamten Umweltbelastung aus, die durch den Schweizer Konsum im Referenzjahr 2015 verursacht wurden. Zitat Ende. Ich denke nicht, dass diese Zahlen in Deutschland und der Welt anders aussehen. Außerdem sind in dieser Zahl sogar Pferde mit inbegriffen. Pferde. Zitat: Ein falscher Schritt im Park, es macht Flatsch. An meinem Schuh klebt es. Ich bin in Hundescheiße getapst. Das nervt und regt die Gedanken an. Was haben diese Vierbeiner in einer Großstadt überhaupt verloren? Nichts. Genauso wenig wie Katzen. Zitat Ende. Hundekot liegen zu lassen, ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Wenn Frau Schwirkus in Hundescheiße läuft, was ich ihr von ganzem Herzen gönne, dann ist das nicht Schuld des Hundes, sondern des Hundebesitzers, der seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, die Exkremente zu entsorgen. Aber das nur so nebenbei. Wie kann man so dermaßen überreagieren? Das ist Unverhältnismäßigkeit sein Großvater. Ich gehe mal davon aus, dass Frau Schwirkus in Hundescheiße getreten ist und das der Grund für diesen Artikel ist. Das Erste, woran sie denkt, nachdem das passiert ist, ist es Rassen auszurotten, die sie dafür verantwortlich macht. Auszurotten. Und das wird unter dem Deckmantel des Klimaschutzes getarnt. Es sind 1,2% der gesamten Umweltbelastung, wenn man Pferde mit einrechnet. Pferde. Zitat: In Deutschland übertreffen Katzen oftmals die Lebenserwartung von 15 Jahren. Die Halter sind zudem bereit, mit Kuren und ständigen Besuchen von Tierärzten das Wohl des Hundes oder der Katze abzusichern. Zitat Ende. Was für niederträchtige Untermenschen, die versuchen einfach das Leben ihrer Haustiere zu verlängern. Das triggert mich richtig. Wie kann man einem Tier nur etwas Gutes tun? Katharina Schwirkus muss dieses Land regieren. Nein, diesen Planeten. Zitat: Viele Menschen sind schon heute bereit, viel Geld für ihre treuen Begleiter auszugeben, also können wir auch über die stärkere Besteuerung von Haustieren und Dosenfutter für diese nachdenken. Zitat Ende. Eine höhere Besteuerung? Deutschland ist Vize-Weltmeister, was Steuerabgaben angeht. Nur in Belgien sind die Leute noch schlimmer dran als wir. Ansonsten ist Deutschland der absolute Albtraum. Deutschland hält uns anscheinend alle für Pornostars, so krass wie wir von dem Finanzamt in den Arsch gefickt werden. Ich denke, so mancher Bürger, der über Steuererhöhung nachdenkt, sollte lieber über einen sehr langen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik nachdenken. Zitat: Unabhängig davon, ob man es schafft, Katzen und Köter, warum muss sie andauernd das Wort Köter verwenden, aus Großstädten zu verbannen, muss das romantische Bild von Haustieren endlich dekonstruiert werden. Kindern sollte schon in jungen Jahren klargemacht werden, dass es absolut egoistisch ist, in einer Stadt einen Hund oder eine Katze zu halten. Zitat Ende.
Hunde wirken beruhigend, vermitteln Sicherheit und fördern die Integration. Es gibt Blindenhunde, es gibt Therapiehunde. Hunde haben eine positive Wirkung auf die seelische Ausgeglichenheit. Es gibt tiergestützte Therapie bei Depressionen, bei ADHS, bei Angststörungen und mehr. Wissenschaftler gehen davon aus, dass schon das bloße Berühren eines Hundes für Glücksgefühle sorgt, weil der Kontakt Oxytocin und Endorphine freisetzt. Tiere steigern das Wohlbefinden, sind gut für die körperliche Gesundheit, sind wirksam gegen Stress. Bei Kindern fördern sie die sozialen Kompetenzen. Bewegt sich mehr durch tägliche Spaziergänge. Haustiere machen glücklich. Wer Haustiere abschaffen will, der hat nicht nur was gegen Tiere, sondern auch was gegen Menschen. Zitat: Das Thema könnte von den Fridays for Future Aktivisten aufgenommen werden. Zitat Ende. Aber was ist Fridays for Future? Fridays for Future ist, ach, das ist mir scheißegal. Zitat: Zudem müssen Sanktionen eingeführt werden, um Hundebesitzer zur Verantwortung zu ziehen, die sich nicht um den Dreck ihrer Tiere kümmern. Zitat Ende. Diese Sanktionen gibt es bereits. Wie kann man so unglaublich schlecht informiert sein und sich selbst Journalist nennen? Wie kann man diesen Artikel in einem Wort zusammenfassen? Hundescheiße. Und Hundescheiße sollte entfernt werden. Da sind sich der Julian und die Katharina Schwirkus einig. Also Frau Schwirkus, entfernen Sie bitte Ihre Hundescheiße. Gangbang Mode, ich häng in Hanks sein Club und schleppe Schlampen ab, die aussehen wie Amber Rose. Ich bin am Ballen.